Pokémon Weiße Edition, meine lieben Freunde. Ich begrüße euch bei der zweiten Weißen, die es derzeit gibt. Und ja, was will sie denn? Yes? Okay, es gibt einen Trainerkampf. Gut, 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 gut. Dann bin ich mal gespannt, was sie so auf dem Kasten hat. Okay. Nursery. Ja. Warten wir mal ab, was sie uns so bieten kann. Ein Swaddlung, beziehungsweise das zwischen Strawickel und Matrifol, und ich, wer mich kennt, der hat schon gemerkt, dass ich die Zwischenstufen relativ schlecht kennt. Daher dort die Frage, wie heißt das wie ich. Wäre sehr über eure Hilfe da dankbar, weil ich habe echt keine Ahnung. Wow, das waren viele EP. Aber gut, unser Darumaka ist auch jetzt nicht so stark trainiert. Das kommt ihm natürlich durchaus entgegen. Mhm. Ja. Was sind das für Dinger überhaupt? Okay. Ah, das Rad, natürlich. Erinnert ihr euch noch, wo wir mit N hier hochgefahren sind? Das war schön. Die USD hat sich noch leicht verändert, aber... Und dennoch, das Riesenrad nach wie vor ein tolles Erlebnis. Es ist etwas langsamer geworden, glaube ich. Ach ja, schöne Aussicht über die neue Ischu-Region. Die, wenn das Spiel weiterhin so gut ist, ich vielleicht sogar bald beim deutschen Namen nennen werde und es akzeptieren werde. Aber das warten wir noch ab. Das warten wir noch absolut. So weit sind wir noch nicht. Aber vielleicht werde ich ihn bald akzeptieren, wenn mich das Spiel weiterhin überzeugt und die Region. Also. Was ist denn nun? Ja, gut. Und nun? Okay. Naja. Okay, hier ist die Arena, aber wir kommen scheinbar noch nicht rein. Oder? Moment. Hat er gerade was mit Route 5 gesagt? Ha. Da gucken wir doch gleich mal, ob wir irgendwas bei der Route machen können. Hier ist Ordoch. Und los geht's. Und was ist das hier? Wie, das ist die alte Arena? Oder was? Und es ist jetzt so ein Vergnügungspark umgebaut worden. Da bin ich jetzt ein wenig überfragt gerade. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube schon, oder? Ich frage den Typ einfach mal. Ansonsten, wenn es wieder die Arena ist, ist ja gut. Aber da stand andere Zufall davor. Und kämpfst du? Okay, das scheint ein Vergnügungspark zu sein jetzt. Interessante Konstellation, hätte ich so jetzt nicht erwartet, aber ja, okay. Ich bin gespannt, was für neue Tricks die erinnern, aber ja, hier steht auch gar keine Statue und so, also. Jetzt, hier durch. Jetzt gucken wir einfach mal auf der Route, ob da irgendetwas ist, was wir machen können. Was? Ein Wieso-Caster klingelt. Peace, Mann. Ja, mach mal die Bildschirmübertragung oder die Webcam an. Kann ja aber wohl mit Skype nicht umgehen. Okay. Guck mal einfach mal, was uns hier so erwartet. Da, wo wir damals Laura das erstmal getroffen haben. Hey, Bell ist da. Hi. Hey, cool! Wollen zwei Fliegen erhalten? Danke, danke, Bell. Das hat sie uns schon in Schwarz und Weiß 1 gegeben. Da ist sie echt ein Schatz. Können wir nicht fliegen, yes. Was ist jetzt los? Okay, was will man uns jetzt zeigen? Ist das ein Pokémon oder was? Ah,
Hat so verschlechtert Zeit und keine Liste, weil mein Ding reagiert überhaupt nicht. Oder wie sich die Bäume anschauen, die übrigens wesentlich besser als im ersten Teil hier aussehen, genauso wie das Gras. Ach so, Kopfnuss oder wie? Hä, was? What the hell? Ach so, ist das eines von N's Pokémon? Entschuldigt mich mal ganz kurz. Nee, scheint es nicht zu sein. Schade, ich hatte gehofft, ich hätte damit die Lösung entdeckt. Weil es gibt eine Zahl von Pokémon, die von N direkt stammen, die man hier fangen kann. Ich dachte, das wäre es jetzt gewesen. Jetzt weiß ich nicht, soll ich das nicht fangen oder nicht? Ich weiß ja nicht, ob es wichtig ist. Wo ist mal mit Fassade? Au! Batsch mich nicht! Batsch mich nicht, habe ich gesagt! Batsch mich nicht, habe ich gesagt! Aber bist du taub? Schwer höre ich auch noch? Voll fies. Ich guck mal. Ja. Komm. Warum nicht? Viel schief gehen kann ja nicht. Und ja. Ich habe keine Ahnung, ob es wichtig ist, weil ich meine, weil sie mir schon mit einem Pokémon in der Overworld. What the? Was fällt dir meine Sicherheit auszubrechen, bitteschön? Und ich sagte, du sollst mich nicht batschen! Sag mal, muss ich die Suppe denn nicht zu dir schicken oder was? Also, das ist dem seine Fanggrad jetzt hoch ist, wusste ich nicht, dass der hier rumzicken macht. Das war mir nicht bewusst. Also, jetzt ewig werde ich es auch nicht probieren, ne? Nur so zur Info. Okay, schon besser. Picochilla. Dass Professor Angel damals das erste Pokémon der neuen Generation im Intro gezeigt hat. Beziehungsweise damals hatte, aber ja. Einen Namen. Ja, fünf Buchstaben, da kann man nicht viel. Kabel kann man nicht viel, nicht viel machen. So. Ja, interessant ist das schon. Wo ich das jetzt nicht so hundertprozentig verstanden. Okay, kommen wir nicht wieder hin. Also Leute, falls ihr wisst, was das für ein besonderes Pokémon war, könnt ihr mich wie immer gerne aufklären. Das würde mich schon interessieren. Und ein Koch. Damn, damn. Deshalb musste man auf diese Route, um, ja. Wozu musste man mit Camilla, der Rennleiterin von Rayona City, auf diese Route, um weiterzukommen? Dieses Mal, glaube ich, muss man auf diese Route überhaupt in die Arena zu kommen, weil was anderes kann ich nicht ausmachen und hier ist nun mal die Route 5 und ich glaube, ich habe eine 5 in den Text erspähen können. Daher wird es wohl so sein. Kombi. Und natürlich, Sonnenkern ist gestorben, ganz klar. Ich meine, Sonnenkern... Oh cool, ein Matribi. Nein, das habe ich gemacht! Ich habe mich verdrückt! Nein! Ja, super! Mann! Danke! Dann bin ich mir sicher, dass ich auf oben gedrückt habe, aber nein! Hat automatisch aus unten akzeptiert, egal, stirb. Also, ich hatte keine Chance gegen die Kraft meines Darumakas. Und er steigt weiter. Darumaka, Darumaka! Ach, es ist cool, dass er hier Darumaka und nicht Flampio heißt, weil ich bin Flampio, Flampio! Das denkt sich so ähnlich wie Darumaka, Darumaka! Weil es passt einfach so perfekt zu ihm, mal ehrlich. Ich muss mal gucken, ist das immer noch das Haus, wo man die Pilze verkaufen kann? Wie in Schwarz und Weiß 1? Weil das wäre cool. Und da konnte ich einen Duftpilz für richtig viel Geld. Oh. Also sie sagt, dass der, dass ihr Meister einen großen Bauch hat, ein so großes Herz hat, dass ich, ja, dass so groß wie sein Bauch ist ungefähr. Und so, dass er ein Feinschmecker-Gourmet ist. Und er sucht nach Zutaten, die sein Herz glücklich machen. Und jetzt schnüffelt sie was und wittert irgendein Aroma in meiner Tasche. Und ja, fragt, ob ich irgendeine wertvolle Zutat in meiner Tasche habe und ob ich es ihr verkaufen würde. Ich sortiere jetzt erstmal unsere TMs. Und jetzt gucke ich hier mal. Ich sortiere hier auch mal. Mal Nachttipp, bitte. Das Poketoy. Nein, 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 das ist klar. Ich wollte drauf gucken, um zu gehen, was es überhaupt ist. Okay, ich muss irgendeinen Pilz holen, also Mushroom. Haben wir Mushrooms? Nee, ich sehe keine Mushrooms.
Aber gut, die Sternstücke und so können wir verkaufen. Nö. Donnersteins. Ich glaube, da labert sie Scheiße. Hier ist kein schönes Aroma. Ah ah. Sorry, Madame. Ich muss dich enttäuschen. Hier gibt's nix. So, da ist wieder Simon Desu. Komm. Oh, okay. Es gibt einen Kampf. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen, diese Trainer, die auch als Tänzer fungierten. Oh, cool. Cooler Tanz. In Strato City damals, da mussten wir drei finden. Jetzt ist das besser. Und darum Naka gegen die Zelthose, wie sie damals nur genannt wurde. Au. Durchbruch. Autsch. Ja, gut. Das liegt an der Fähigkeit Überalpha leider. Es ist nicht meine Lieblingsfähigkeit, überhaupt nicht. Deswegen war ich bei dem Pokémon ein bisschen skeptisch. Ich meine, er hat zwar einen höheren Angriff, das ist alles cool. Aber ich habe halt doch lieber relativ sichere Genauigkeit als so einen hohen Angriff. Weil ich bin einfach jemand, der lieber auf Sicherheit geht, als überrascht zu werden. Und da habe ich dann teilweise ein paar Probleme. Aber auch teilweise. Okay, Maractus. Und das Gute ist, dass es nur Pflanze ist, obwohl es H2O absorbiert. Es hat kein Wasser mit drin, das heißt, wir können ihn Fire Punchen und erledigen. So einfach geht das. Ich bin sehr zufrieden, wie mein Flampion mittlerweile abgeht in die O, und das sind ja wieder 29. Also, er trifft mit Übereifer dann doch meistens. Gut, im Sandsturm war es jetzt problematisch, weil eben dann noch eine niedrigere Genauigkeit durch Sandsturm dazukommt. Was? Eine elektrische Gitarre habe ich erhalten. What the fuck? Ja, wo ist es jetzt? Ach so, Moment. Ich nehme an, das war ein, Accessoire, nehme ich an. Es war ein Accessoire für unseren Modekoffer. Okay, what the? Willst du dich cool, oder was? Das ist scheinbar derbe. Okay. Ja, hier scheint es dann doch nicht so wirklich weiterzugehen. Ich besiege dennoch der Trainer hier oben. Aber jetzt frage ich mich schon, wo steckt die Camilla? Oh, Leute, alle die Schnauze, ey. Ja, ich verstehe kein Wort von dem, was ihr wisst. Seid. Leute, chillt. Ah ja. Das nervigste Future ist heute Gold, Sonst Silber wurde übernommen, aber die guten, wie Kampf waren der. Beziehungsweise Quatsch, nee, eben kein Kampf waren der, sondern die Rematche dadurch. Nicht, sondern jetzt hat man die festen Rematche von jedem Trainer. Gut, das ist jetzt nicht schlecht. Was ist gerade das für eine Encounter-Musik? Die war ja mal krass. Ja. Auf jeden Fall das, ja. Oder lässt man das Pokémon hinter einem herlaufen. Diese Videos überlebt man nicht, sondern zuletzt die nervigen, dass man angerufen wird. Gut, hinterfrage ich jetzt einfach mal nicht. Au. Autsch. Das hat wehgetan, weißt du das? Stirb. Nein. Okay, da muss ich jetzt wohl irgendwas zum HP-Restore nehmen. Den meine ich, nehme den Supertrank. Der müsste eigentlich reichen. Okay, der hat jetzt auch schon Level 30, weiß ich, als ich Distanz über der 30 erreicht, dann werde ich wieder ein anderes Pokémon trainieren. Oh, Psystrahl. Au. Gut, nochmal Fire Punch, bitte. Au. Boom. Das war's. Der Artist wurde besiegt. So. Nein! Was ist denn? Was, ein Picochilla? Ja, schön. Was will ich mit dir? Ich habe dich gerade schon gefangen und ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt getan habe. Also geht's zur Hölle. Nein! Aber ist der schneller? Und darum mag er es doch schnell. Au! Hau ab! Gut. Ach nö, Leute. Lasst mich doch einfach. Okay, das, das Pokémon, was jetzt Südomega entwickeln wird. Das ist cool. Und ich hoffe einfach, dass ich ihn erledigen kann. Ich hoffe es, weil ich weiß nicht. Okay, ich bin schneller. Das hat mich gerettet, weil es ist so random irgendwie. Obwohl Darumaka eigentlich echt schnell ist. Ja.
Gut, ich nehme an, die anderen waren einfach schneller. Das muss man etwas anerkennen. Und ich gehe jetzt runter vom Fahrrad, damit ich irgendwie durchkomme. Superschutz. So, komm mal her, Ranger. Yo! Ich nehme an, werde ich nach Rayune City zurückkehren. Und dann können Domi und ich bis nächstes Mal gucken, was man denn machen muss, um in die Arena reinzukommen, die versperrt war. Ich vermute einfach mal, dass man Camilla suchen muss. Und zwar nämlich in einem der Wettbewerbsgebäude, beziehungsweise in einem Sportstadion. Das vermute ich einfach mal. Das erinnert mich ein bisschen an die Tusse aus Herzhofen, die sich da auch verkrümelt hat. Oh, göttlich, zwei Pflanzen-Pokémon, damit kann ich das Level... Oh Gott, Grasflügel, ich hatte gerade echt Schiss. Und damit kann ich das Level 30 gemütlich abschließen. Und jo, Leute. Ihr wisst, es soll euch dieser Part gefallen haben. Ich freue mich immer über nette Daumen hoch. Akzeptiere aber auch runter, wenn es sein muss. Was? Bauchtrommel! Noch mehr Angriff. Nee, das muss wirklich nicht sein. Der hat schon durch Übereifer. Also, das ist ja ein hoher Angriff. Und dann noch durch Übereifer. Nee. Nee. Aber wenn ihr alles auf einem Feuer-Pokémon wollt, dann bringt's Glurak bei. Der kann es ziemlich gut einsetzen. Yay, Cherry. Kirschbeere heißt es übersetzt. So, Leute, dann geht's jetzt zurück und wie gesagt, ich hoffe dann, dass wir das nächste Mal Camilla finden werden. Ich vermute, wie gesagt, dass die sich versteckt hält in einem der Gebäuden hier. Ich kann mal gucken. Sie, okay, das ist alles abgesperrt. Und ich hole einfach mal, vielleicht ist ja jetzt frei, jetzt wo ich das Pico Chiller Event gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube es aber fast nicht. Oh ne, scheiße. Jetzt habe ich Blödsinn gemacht. Hier geht's ja raus zur Route 17 schon. Gut, das wäre auch noch eine Option, hier rumzugucken. Ja, das ist halt ein bisschen längerer Part. Entschuldigt dafür. Wobei, was heißt entschuldigt? Ihr werdet euch wahrscheinlich eh freuen. Fire Punch bitte. Okay, er wird sterben. Oder? Oh Gott, ja! Cool! Erledigt. Ja gut, dann kann man da auch noch gucken. Das soll ich dann noch mit Domi direkt besprechen. Ich würde jetzt nur ganz kurz gucken, ob die Arena jetzt weg ist. Weil wir hatten ja dieses Picochilla-Event. Ob das etwas geholfen hat. Cool, ein eine kleiner Feueraffe. Nee. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal dann bei Pokémon Weiße Edition. Ich freue mich auf euch. Bis, ja, dann. Und wir finden schon. Rein, keine Sorge.